Die Nord Stream 1 AG informiert natürlich. Sie meldet es auch ganz regulär an. Das gehört sich auch so an der Stelle. Was natürlich am Ende der Wartung passiert, das kann momentan kein Mensch sagen. Ist es eine Wartung, die nach 10 Tagen vorbei ist oder schon früher oder später? Das müssen wir leider abwarten. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir das viel früher mitbekommen als am Tag vorher.